Erstes Kapitel. Feuerherz zitterte. Sein flammenfarbenes Fell hatte noch die Leichtigkeit der Blattgrüne. Es würde noch ein paar Monde dauern, bevor es dicht genug war, um die neue Kälte abzuhalten. Er trat von einer Pfote auf die andere. Endlich wurde der Himmel heller. Langsam dämmerte der Morgen. Aber trotz der kalten Pfoten glühte Feuerherz vor Stolz. Nach vielen Monden als Schüler war er jetzt endlich ein Krieger. Noch einmal ließ er den gestrigen Sieg im Lager des Schattenclans vor seinem inneren Auge ablaufen. Braunsterns funkelnde Augen, als er, der Anführer des Schattenclans, sich zurückzog und fauchend Drohungen ausstieß, bevor er hinter seinen treulosen Kumpanen in den Wald floh. Die zurückgebliebenen Katzen des Schattenclans waren dem Donnerclan dankbar gewesen, dass er ihnen geholfen hatte, ihren grausamen Anführer loszuwerden. Und auch dafür, dass ihnen der Donnerclan Frieden für die nächste Zeit versprochen hatte, sodass sie sich erholen konnten. Braunstern hatte nicht nur seinen eigenen Clan ins Chaos gestürzt, er hatte auch den gesamten Windclan aus seinem Territorium vertrieben. Er war ständig wie ein dunkler Schatten im Wald gewesen, schon seit Feuerherz sein Leben als Hauskätzchen aufgegeben und sich dem Donnerclan angeschlossen hatte. Für Feuerherz gab es jedoch noch einen weiteren Schatten, der ihn beunruhigte. Tigerkralle, den zweiten Anführer des Donnerclans. Mit Schaudern dachte er an den großen Krieger, der seinen eigenen Schüler Rabenfrote terrorisiert und bedroht hatte. Schließlich waren Feuerherz und sein bester Freund Graustreif dem verängstigten Schüler behilflich gewesen, ins Territorium der Zweibeiner jenseits des Hochlands zu entkommen. Den Donnerclan hatte Feuerherz erzählt, Rabenpfote sei von einer Patrouille des Schattenclans getötet worden. Wenn das stimmte, was Rabenpfote von Tigerkralle behauptet hatte, dann war es am besten, ihn glauben zu lassen, sein Schüler sei tot. Der kannte nämlich ein Geheimnis, das Tigerkralle um jeden Preis bewahrt haben wollte. Rabenpfote hatte Feuerherz erzählt, Tigerkralle habe Rotschweif, den alten zweiten Anführer des Donnerclans, ermordet, in der Hoffnung, selbst der neue zweite Anführer zu werden, was er schließlich auch erreicht hatte. Feuerherz schüttelte den Kopf, um diesen finsteren Gedanken loszuwerden, und wandte sich Graustreif zu, der neben ihm saß und sein dichtes, graues Fell gegen die Kälte gesträubt hatte. Feuerherz nahm an, dass auch sein Freund den ersten Sonnenstrahlen entgegenfieberte, aber er sprach es nicht aus. Die Tradition des Clans verlangte Schweigen in dieser Nacht. Es war nämlich ihre Nachtwache, die Nacht, in der sie als neue Krieger den Clan bewachten und in der er über den Namen, der ihm verliehen worden war, und seine neue Rolle nachdachte. Bis dahin hatte Feuerherz den Schülernamen Feuerpfote getragen. Kurzschweif wachte als einer der ersten auf. Feuerherz konnte sehen, wie sich der alte Kater zwischen den Schatten im Bau der Ältesten bewegte. Er blickte hinüber zur Höhle, der Krieger auf der anderen Seite der Lichtung, und erkannte zwischen den schützenden Zweigen die breiten Schultern des schlafenden Tigerkralle. Am Fuß des Hochsteins bewegte sich die Flechten, die den Eingang zu Blausterns Bau bedeckten, und die Anführerin des Clans schob sich hinaus. Sie blieb stehen, hob den Kopf und prüfte die Luft, dann strich sie geräuschlos aus dem Schatten des Felses hervor. Ihr langhaariges Fell glühte blaugrau im Licht der Dämmerung. »Ich muss sie vor Tigerkralle warnen«, dachte Feuerherz. Blaustern hatte mit dem Rest des Clans den Tod von Rotschweif betrauert. Auch sie glaubte, er wäre im Kampf von Eichenherz, dem zweiten Anführer des Flussclans, getötet worden. Feuerherz hatte bislang gezögert, ihr die Wahrheit zu sagen, denn er wusste, wie wichtig Tigerkralle für sie war. Aber die Gefahr war zu groß. Blaustern musste wissen, dass ihr Clan einen kaltblütigen Mörder beherbergte. Tigerkralle tauchte aus dem Kriegerbau auf und traf sich mit Blaustern am Rande der Lichtung. Er murmelte etwas, wobei sein Schwanz nachdrücklich zuckte. Feuerherz verschluckte ein instinktives Miauen zur Begrüßung. Der Himmel wurde hell, aber bevor er nicht ganz sicher wusste, dass die Sonne den Horizont überschritten hatte, wagte er es nicht, sein Schweigen zu brechen. Ungeduld flatterte in seiner Brust wie ein gefangener Vogel. Er musste so bald wie möglich mit Blaustern sprechen, aber im Augenblick konnte er nur den beiden Katzen respektvoll zunicken, als sie an ihm vorübergingen. Neben ihm stupste Graustreif ihn an und deutete mit der Nase nach oben. Soeben wurde am Horizont ein rot-gelbes Glühen sichtbar.
Froh, den Sonnenaufgang zu sehen, ihr zwei? Feuerherz wurde von Weißpelz tiefen Miauen überrascht. Er hatte den weißen Kater nicht kommen sehen. Die beiden jungen Krieger nickten. Es ist in Ordnung. Ihr dürft jetzt reden. Eure Nachtwache ist vorüber. Weißpelz' Stimme war freundlich. Gestern hatte er Seite an Seite mit Feuerherz und Graustreif gegen den Schattenclan gekämpft und jetzt lag in seinem Blick ein neuer Respekt. Danke, Weißpelz, sagte Feuerherz. Er stand auf und streckte seine steifen Beine. Auch Graustreif stemmte sich hoch. Rrr, miaute er und schüttelte sich die Kälte aus dem Fell. Ich dachte schon, die Sonne würde nie aufgehen. Eine verächtliche Stimme ließ sich aus dem Bau der Schüler vernehmen. Hört, der große Krieger spricht. Es war Sandpfote. Ihr hell orangefarbenes Fell war feindselig gesträubt. Neben ihr saß Borkenpfote. Mit seinem dunkel getigerten Haarkleid wirkte er wie der Schatten der Kätzin. Er warf sich wichtigtuerisch in die Brust und spottete. Ich bin erstaunt, dass solche Helden überhaupt die Kälte spüren. Sandpfote schnurrte spöttisch. Weißpelz warf den beiden einen strengen Blick zu. Geht und holt euch was zu essen, dann ruht euch aus, befahl er Feuerherz und Graustreif. Dann trottete er auf den Bau der Schüler zu. Kommt mit, ihr zwei, sagte er. Zeit für euer Training. Ich hoffe, er lässt sie den ganzen Tag blaue Eichhörnchen jagen, zischte Graustreif seinem Freund zu, als sie sich zu der Ecke begaben, wo von der letzten Nacht noch ein paar Stücke Frischbeute lagen. Aber blaue Eichhörnchen gibt es doch gar nicht, miaute Feuerherz verwirrt. Genau. Graustreifs bernsteinfarbene Augen glänzten. Man kann es ihnen eigentlich nicht übel nehmen. Sie haben ihre Ausbildung vor uns begonnen, warf Feuerherz verständnisvoll ein. Hätten sie gestern mitkämpfen können, wären sie wahrscheinlich auch zu Kriegern befördert worden. Vermutlich. Graustreif zuckte mit den Schultern. Hey, schau mal. Sie hatten den Haufen Frischbeute erreicht. Eine Maus für jeden und ein Buchfink zum Teilen. Die beiden Freunde packten ihr Essen und blickten sich an. Graustreifs Augen blitzten plötzlich auf. Also, wir nehmen das jetzt mit auf die andere Seite zu den Kriegern, sagte er. Genau das tun wir, schnurrte Feuerherz und trottete hinter seinem Freund zu den Brennnesselstücken, wo sie schon so oft Weißpelz, Tigerkralle und die anderen Krieger beobachtet hatten, wie sie gemeinsam die Frischbeute einnahmen. Was nun? Fragte Graustreif, nachdem er den letzten Happen hinuntergeschlungen hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte einen halben Mond lang schlafen. Ich auch, stimmte Feuerherz zu. Die beiden machten sich auf zum Bau der Krieger. Feuerherz steckte den Kopf durch die tief hängenden Zweige. Mausefell und Langschweif schliefen noch am anderen Ende des Baus. Er zwängte sich hinein und fand eine moosbedeckte Stelle am Rand. Der Geruch verriet ihm, dass dies kein Schlafplatz eines anderen Kriegers war. Graustreif ließ sich neben ihm nieder. Feuerherz hörte zu, wie sich die regelmäßigen Atemzüge seines Freundes zu einem langgezogenen, gedämpften Schnarchen entspannten. Er selbst war ebenso erschöpft, aber er hatte immer noch den dringenden Wunsch, mit Blaustern zu reden. Von dort, wo er mit dem Kopf flach auf dem Boden lag, konnte er gerade noch den Eingang zum Lager sehen. Er ließ keinen Blick davon und wartete auf die Rückkehr seiner Anführerin. Aber dann fielen ihm doch die Augen zu und er überließ sich seinen Verlangen nach Schlaf. Feuerherz konnte ein Brausen hören, wie von Wind in hohen Bäumen. Der ätzende Gestank des Donnerwegs stach ihm in die Nase, zusammen mit einem neuen Geruch, der noch schärfer und beängstigender war. Feuer! Flammen leckten zum schwarzen Himmel empor, warfen glühende Funken hinauf in die sternlose Nacht. Zu seiner Überraschung huschten vor dem Feuer die Silhouetten von Katzen umher. Warum waren sie nicht weggelaufen? Eine blieb stehen und blickte ihn direkt an. Die Nachtaugen des Katers leuchteten in der Dunkelheit und erhob wie zur Begrüßung seinen langen geraden Schwanz. Feuerherz zitterte, als ihn die Erinnerung an die Worte überfiel, die Tüpfelblatt, die einzige Heilerin des Donnerclans, ihm vor ihrem allzu frühen Tod gesagt hatte. Feuer wird den Clan retten. Hatte das etwas mit der merkwürdigen Katze zu tun haben, die keine Angst vor Feuer zeigten? Wach auf, Feuerherz! Er hob ruckartig den Kopf. Tigerkralles Knurren hatten ihn aus dem Traum gerissen. Du hast im Schlaf miaut. Noch benommen setzte er sich auf und schüttelte den Kopf. Ja, Tigerkralle. In plötzlicher Unruhe fragte er sich, ob er Tüpfelblatts Worte laut wiederholt hatte.
Schon früher waren ihm solche Träume begegnet, so lebhaft, dass er sie schmecken konnte. Träume, die später Wirklichkeit geworden waren. Er wollte auf keinen Fall, dass Tigerkralle bei ihm Kräfte vermutete, die der Sternclan gewöhnlich nur Heilern gewährte. Mondlicht schien durch die Blätterwand des Baus. Feuerherz musste den ganzen Tag verschlafen haben. Du und Graustreif, ihr werdet euch der Abendpatrouille anschließen, erklärte ihm Tigerkralle. Beeil dich! Der Dunkelgestreifte drehte sich um und stolzierte aus dem Bau hinaus. Feuerherz entspannte das Fell auf den Schultern. Offenbar hatte Tigerkralle nichts Ungewöhnliches an seinem Traum entdeckt. Sein Geheimnis schien also sicher. Trotzdem war er entschlossen, die mörderische Wahrheit über die Rolle zu enthüllen, die Tigerkralle bei Rotschweifs Tod gespielt hatte. Feuerherz leckte sich die Lippen. Graustreif lag neben ihm und wusch sich die Flanke. Gerade hatten sie ein gemeinsames Mahl am Rande der Lichtung ihres Lagers beendet. Die Sonne war untergegangen und Feuerherz konnte den Mond sehen, der jetzt fast voll am kalten, klaren Himmel leuchtete. In den vergangenen Tagen waren sie sehr beschäftigt gewesen. Jedes Mal, wenn sie sich hinlegen wollten, um auszuruhen, schickte Tigerkralle sie auf Patrouille oder zur Jagd. Aufmerksam hatte Feuerherz auf eine Gelegenheit gewartet, mit Blaustern allein zu sprechen, aber wenn er nicht selbst irgendwie in Tigerkralles Auftrag unterwegs war, schien die Anführerin des Donnerclans immer ihren Stellvertreter an ihrer Seite zu haben. Feuerherz begann sich die Pfoten zu waschen. Seine Blicke streiften im Lager umher, in der Hoffnung, Blaustern zu finden. Was suchst du? Wollte Graustreif durch eine Zunge voll Fell wissen. Blaustern, antwortete sein Freund und senkte die Pfoten. Warum? Graustreif hörte mit dem Waschen auf und sah Feuerherz an. Die ganze Zeit seit unserer Nachtwache beobachtest du sie. Was hast du vor? Ich muss dir sagen, wo Rabenpfote ist und sie vor Tigerkralle warnen. Hast Rabenpfote aber doch versprochen, dass du ihnen erzählst, er sei tot. Graustreif klang erstaunt. Ich habe nur versprochen, dass ich Tigerkralle sage, er sei tot. Blaustern muss die ganze Geschichte kennen. Sie muss einfach wissen, wozu ihr Stellvertreter fähig ist. Graustreif senkte die Stimme zu einem eindringlichen Zischen. Aber wir haben doch nur Rabenpfotes Wort, dass Tigerkralle Rotschweif getötet hat. Glaubst du ihm etwa nicht? Feuerherz sah seinen zweifelnden Freund entrüstet an. Hör zu, wenn Tigerkralle gelogen hat mit seinen Behauptungen, er habe Eichenherz aus Rache für Rotschweifs Tod beseitigt, da muss Rotschweif Eichenherz selbst getötet haben. Und ich kann einfach nicht glauben, dass Rotschweif absichtlich den zweiten Anführer eines Clans umgebracht haben soll. Das wäre gegen das Gesetz der Krieger. Wir kämpfen, um unsere Kraft zu beweisen, unser Territorium zu verteidigen, nicht um uns gegenseitig zu töten. Aber ich will doch keine Vorwürfe gegen Rotschweif erheben, protestierte Feuerherz. Tigerkralle ist doch das Problem. Rotschweif war vor Tigerkralle der zweite Anführer des Donnerclans gewesen. Feuerherz hatte ihn nie kennengelernt, aber er wusste, dass er im ganzen Clan hohes Ansehen genossen hatte. Sein Freund sah ihm nicht in die Augen. Was du sagst, hat aber Auswirkungen auf Rotschweifs Ehre. Und keine der anderen Katzen hat etwas gegen Tigerkralle. Nur Rabenpfote hatte eine Heidenangst vor ihm. Also glaubst du, Rabenpfote hat sich die Geschichte nur ausgedacht, weil er mit seinem Mentor nicht klargekommen ist? Sagte Feuerherz spöttisch. Nein, murmelte Graustreif. Ich denke nur, wir sollten vorsichtig sein. Feuerherz blickte seinen Freund in die besorgten Augen und wurde unsicher. An dem, was Graustreif gesagt hatte, war etwas dran. Sie waren erst vor ein paar Tagen zu Kriegern ernannt worden und daher kaum in einer Position, Anklage gegen den ranghöchsten Krieger des Clans zu erheben. Ist schon in Ordnung, miaute Feuerherz schließlich. Du kannst dich da raushalten. Der Anflug von Bedauern durchzuckte ihn, als Graustreif nickte und sich wieder ans Waschen machte. Feuerherz wusste, dass sein Freund nicht recht hatte, mit der Annahme, nur Rabenpfote habe Vorbehalte gegen Tigerkralle. Auch sein eigener Instinkt sagte ihm, dass man dem zweiten Anführer des Donnerclans nicht trauen durfte. Er musste seinem Verdacht Blaustern mitteilen, ihre Sicherheit zuliebe und auch wegen der Sicherheit des Clans. Ein kurzes Aufblitzen von grauem Fell auf der gegenüberliegenden Seite der Lichtung sagte Feuerherz, dass Blaustern ihren Bau verlassen hatte, allein. Er sprang auf die Pfoten, aber da machte die Anführerin des Donnerclans einen Satz auf den Hochstein hinauf und rief den Clan zusammen. Ungeduldig peitschte Feuerherz mit dem Schwanz. Graustreifs Ohren zuckten aufgeregt, als er Blausterns Ruf hörte. »Eine Namenszeremonie?« miaute er. »Es geht sicher um Langschweif, der seinen ersten Schüler bekommt. Er hat schon tagelang Andeutungen gemacht.«
Er sprang hinüber und gesellte sich zu den Katzen, die sich am Rande der Lichtung versammelten. Enttäuscht folgte ihm Feuerherz. Ein kleines schwarz-weißes Junges trottete auf die Lichtung. Seine weichen Pfoten machten keinen Laut auf der harten Erde. Der kleine Kater ging zum Hochstein, die hellen Augen gesenkt, und Feuerherz erwartete beinahe, ihn zittern zu sehen. Etwas an den herabhängenden Schultern dieses Jungen ließ ihn für einen Schüler fast zu klein und furchtsam wirken. Langschweif wird nicht beeindruckt sein, dachte Feuerherz. Er erinnerte sich an die Verachtung des Kriegers, als er selbst ins Lager gekommen war. An seinem ersten Tag im Clan hatte Langschweif ihn boshaft verspottet und sich über seine Herkunft als Hauskätzchen lustig gemacht. Seitdem mochte Feuerherz ihn nicht. Von diesem Tag an, verkündete Blaustern und blickte auf das Junge hinab. Bis er sich seinen Kriegernamen verdient hat, wird dieser Schüler Wieselpfote heißen. Als das schwarz-weiße Junge zu seiner Anführerin aufschaute, blitzte in seinem Blick keine zielstrebige Entschlossenheit auf, stattdessen waren seine bernsteinfarbenen Augen groß vor Angst. Blaustern sprach weiter. Langschweif, du bist Dunkelstreifs Schüler gewesen. Er hat dich gut ausgebildet und du bist zu einem starken und getreuen Krieger geworden. Ich hoffe, du wirst einige dieser Eigenschaften an Wieselpfote weitergeben. Feuerherz suchte in Langschweifs Gesicht nach einem Ausdruck der Verachtung, aber der Blick des Kriegers wurde weich, als er auf den seinen neuen Schüler traf. Und sanft berührten sich die beiden Katzen mit der Nase. Keine Sorge, du machst das gut, murmelte Langschweif aufmunternd. Genau, dachte Feuerherz bitter. Nur weil er im Clan geboren worden ist, mich hat Langschweif nicht so willkommen geheißen. Er spürte einen Anflug von Groll, als er beobachtete, wie die übrigen Katzen des Clans den neuen Schüler beglückwünschten. Was hast du? Flüsterte Graustreif. Eines Tages werden wir das sein. Feuerherz nickte. Der Gedanke, dass er irgendwann einen eigenen Schüler bekommen würde, ließ eine düstere Stimmung wieder verschwinden. Er war jetzt ein Teil des Donnerclans und nur darauf kam es an. Am nächsten Tag war Vollmond. Feuerherz wusste, dass er sich eigentlich auf seine erste große Versammlung als Krieger freuen sollte, aber er suchte immer noch eine Gelegenheit, um Blaustern alles zu erzählen, was er über Tigerkralle wusste. Der Gedanke daran lag ihm wie ein kalter Stein im Magen. Hast du Würmer im Bauch oder sowas? Miaute Graustreif neben ihm. Du ziehst so komische Grimassen. Feuerherz sah seinen Freund an. Er wünschte, er könnte sich ihm anvertrauen. Aber er hatte ihm ja versprochen, ihn aus der ganzen Sache rauszuhalten. Nein, nein, mir geht's gut, antwortete er deshalb. Komm, Blaustern ruft schon. Die beiden Kater trotteten hinüber zu der Gruppe, die sich auf der Lichtung versammelte. Blaustern neigte zur Begrüßung den Kopf. Dann ging sie voran aus dem Lager. Feuerherz blieb sitzen und ließ die anderen Katzen an ihm vorbei den steilen Pfad, der zum Wald führte, hinaufklettern. Vielleicht könnte er bei diesem Marsch genügend Zeit finden, um mit Blaustern zu sprechen, aber vorher wollte er seine Gedanken sammeln. Kommst du? Rief Graustreif von oben. Bin schon da! Er dehnte seine mächtigen Hinterbeine und sprang los, von einem Felsbrocken zum anderen den Berg hinauf. Oben hielt er an, um zu Atem zu kommen. Vor ihm erstreckte sich der Wald. Er spürte die knisternden, frisch gefallenen Blätter unter den Pfoten. Das Silbervlies glitzerte am Himmel wie morgendlicher Tau auf schwarzem Fell. Feuerherz musste an seinen ersten Ausflug zum Baumgeviert denken, zusammen mit Löwenherz und Tigerkralle. Er empfand Trauer, als er sich an Löwenherz erinnerte. Der war Graustreifs Mentor gewesen und nach Rotschweifs Tod der zweite Anführer des Donnerclans. Auch dieser warmherzige Krieger mit dem goldenen Fell hatte im Kampf den Tod gefunden und Tigerkralle hatte seinen Platz eingenommen. Feuerherz war zum ersten Mal beim Baumgeviert gewesen, als Löwenherz die Schüler herumgeführt hatte, durch die Hochkiefern, vorbei an den Sonnenfelsen und entlang der Grenze zum Flussclan-Territorium. Heute Nacht würde Blaustern mit ihnen durch das gesamte Donnerclan-Territorium ziehen. Er konnte sie schon im Unterholz verschwinden sehen und eilte hinter ihr und den anderen Katzen her. Die Anführerin lief voran, Tigerkralle dicht bei ihr. Feuerherz überhörte Graustreifs überraschtes Miauen und überholte ihn. Blaustern, rief Feuerherz keuchend, als er an ihrer Seite gelangt war. Kann ich mit dir reden? Sie sah ihn an und nickte. Übernimm du die Führung, Tigerkralle, befahl sie und verlangsamte den Schritt.
Ihr Stellvertreter liefern ihr vorbei und die anderen Katzen folgten den dunkel gestreiften Kater, der in hohen Sprüngen durch das Unterholz stürmte. Blaustern und Feuerherz verfielen in einen stetigen Trott und im Nu waren sie allein. Der Pfad führte aus dem dichten Farn hinaus auf eine kleine Lichtung. Blaustern sprang auf einen umgestürzten Baum und setzte sich, wobei sie den Schwanz über die Vorderpfoten legte. »Worum geht es, Feuerherz?«, fragte sie. Der junge Krieger zögerte. Plötzlich wurde er wieder von Zweifeln geplagt. Blaustern hatte ihm ermutigt, sein Leben als Hauskätzchen aufzugeben und sich dem Clan anzuschließen. Seitdem hatte sie ihm immer wieder ihr Vertrauen geschenkt, wenn andere Katzen seine Treue gegenüber dem Clan, mit dem er nicht blutsverwandt war, in Frage stellten. Was würde sie sagen, wenn er ihr erzählte, dass er sie wegen Rabenpfote belogen hatte? »Sprich«, forderte sie ihn auf, als die Pfotenschritte der anderen Katzen in der Ferne verklangen. Feuerherz holte tief Luft. »Rabenpfote ist nicht tot«, sagte er endlich. Blausternschwanz zuckte überrascht, aber sie hörte ihm weiter schweigend zu. »Graustreif und ich haben ihn in die Jagdgründe des Windclans gebracht. Und ich denke, er könnte sich Mikosch angeschlossen haben.« Mikosch war ein Einzelläufer, keine Waldkatze, aber auch kein Hauskater. Er lebte auf einem Zweibeinerhof, der am Weg zu den Hochfelsen lag, dem heiligen Ort für alle Katzen im Wald. Blaustern starrte an Feuerherz vorbei in die Tiefen des Waldes. Ängstlich blickte Feuerherz in ihr Gesicht, bemüht, ihren Ausdruck zu lesen. War sie wütend? Aber er konnte keinen Zorn in ihren weit offenen blauen Augen sehen. Nach einigen langen Augenblicken sprach sie: »Ich bin froh zu hören, dass Rahmenpfote noch am Leben ist. Ich hoffe, er ist glücklich mit Mikosch, als er es im Wald gewesen ist.« »Aber es ist doch in den Donnerclan, hineingeboren worden«, stammelte Feuerherz. Er war verwirrt, dass Blaustern den Weggang Rabenpfotes so ruhig hinnahm. »Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass er für ein Clanleben geeignet war«, erklärte sie. »Schließlich wurdest du nicht in den Clan hineingeboren und trotzdem bist du nun ein guter Krieger. Vielleicht findet Rabenpfote seinen wahren Weg irgendwo anders.« »Aber er hat den Donnerclan nicht verlassen, weil er das wollte«, protestierte Feuerherz. »Er konnte unmöglich hierbleiben.« »Unmöglich?« Blaustern ließ ihren blauen Blick auf ihm ruhen. »Was meinst du damit?« Er schaute zu Boden. »Nun?«, drängte sie ihn. Feuerherz hatte einen trockenen Mund. »Rabenpfote kannte ein Geheimnis von Tigerkralle«, krächzte er. »Ich glaube, Tigerkralle wollte ihn töten. Oder den Clan gegen ihn aufhetzen.« Blausterns Schwanz peitschte hin und her und Feuerherz sah, wie sich ihre Schultern anspannten. »Warum solltest du das glauben? Was ist das für ein Geheimnis, das Rabenpfote kannte?« Widerstrebend antwortete Feuerherz und stellte sich mutig ihrem strengen Blick. »Dass Tigerkralle im Kampf mit dem Flussclan Rotschweif getötet hat.« Blaustern kniff die Augen zusammen. »Ein Krieger würde niemals einen anderen aus dem eigenen Clan töten. Selbst du solltest das wissen. Du hast lange genug bei uns gelebt.« Feuerherz zuckte bei ihren Worten zusammen und legte die Ohren an. Es war das zweite Mal in dieser Nacht, dass sie auf seine Herkunft als Hauskatze hingewiesen hatte. Sie fuhr fort: »Tigerkralle hat berichtet, dass Eichenherz, der Stellvertreter des Flussclans, Rotschweif umgebracht hat. Rabenpfote muss sich geirrt haben. Hat er tatsächlich gesehen, wie Tigerkralle Rotschweif getötet hat?« Feuerherz zuckte nervös mit dem Schwanz. »Er hat gesagt, dass er es gesehen hat.« »Und du weißt, dass du mit deiner Aussage die Ehre von Rotschweif in Frage stellst, weil er dann für den Tod von Eichenherz verantwortlich gewesen sein müsste?« »Ein zweiter Anführer würde aber niemals einen anderen im Kampf töten, jedenfalls nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Und Rotschweif war der ehrenhafteste Krieger, den ich je gekannt habe.« Blausterns Augen trübten sich vor Schmerz und Feuerherz verspürte tiefes Bedauern, dass er die Erinnerung an ihren Stellvertreter heraufbeschworen hatte. Ich kann das Verhalten von Rotschweif nicht beurteilen«, murmelte er. »Ich weiß nur, Rahmenpfote ist ohne Zweifel davon überzeugt, dass Tigerkralle für Rotschweifs Tod verantwortlich ist.« Blaustern seufzend entspannte die Schultern. »Wir alle wissen, dass Rahmenpfote eine lebhafte Fantasie hat«, sagte sie freundlich und ihr Blick war voller Mitgefühl. »Er wurde in diesem Kampf schwer verletzt
und er hat den Ort verlassen, bevor alles vorbei war, kannst du dir sicher sein, dass er in Gedanken nicht die Teile ergänzt hat, die ihm entgangen sind?« Bevor Feuerherz darauf antworten konnte, hallte ein Jaulen durch den Wald und Tigerkralle kam durch das Unterholz gesprungen. Misstrauisch streiften seine Augen über Feuerherz, bevor er sich am Blaustern wandte. »Wir warten auf dich an der Grenze.« Die Anführerin nickte. »Sag ihnen, wir kommen gleich.« Tigerkralle neigte den Kopf und rannte durch den hohen Farn zurück. Während Feuerherz ihm nachsah, fanden Blausterns Worte einen Widerhall in seinen Gedanken. Sie hatte recht. Rahmenpfote besaß tatsächlich eine lebhafte Fantasie. Er erinnerte sich an seine erste große Versammlung. Als Schüler aus allen Clans, den an Rabenpfotes Lippen gehangen hatten, während er den Kampf mit dem Flussclan beschrieb. Und dabei hatte er Tigerkralle nicht erwähnt. Als Blaustern aufstand, sprang auch Feuerherz hoch. »Willst du Rabenpfote in den Clan zurückholen?«, fragte er plötzlich voller Angst, dass er seinen Freund in neue Schwierigkeiten gebracht haben könnte. Blaustern blickte Feuerherz tief in die Augen. »Er ist wahrscheinlich glücklicher, wo er jetzt ist«, sagte sie ruhig. »Vorläufig wollen wir den Clan in dem Glauben belassen, dass er tot ist.« Feuerherz starrte mit vor Schreck weit aufgerissenen Augen zurück. »Blaustern würde also den Clan belügen?« »Tigerkralle ist ein großer Krieger, aber er ist sehr stolz«, fuhr sie fort. »Es ist für ihn leichter hinzunehmen, dass sein Schüler im Kampf gestorben ist. Es ist leichter für ihn, dass ein Schüler im Kampf gestorben ist, als dass er weggerannt ist. Und auch für Rabenpfote wäre das besser.« »Weil Tigerkralle sonst nach ihm suchen würde?«, wagte Feuerherz zu fragen. »War es möglich, dass Blaustern ihm doch glaubte, wenigstens ein bisschen?« Sie schüttelte ungeduldig den Kopf. »Nein, Tigerkralle mag ehrgeizig sein, aber er ist kein Mörder. Es ist besser, sich an Rabenpfote als einen toten Helden zu erinnern, als an einen lebenden Feigling.« Tigerkralle rief erneut und Blaustern sprang von dem Baumstamm und verschwand im Farngebüsch. Feuerherz setzte über den Stamm und lief hinter seiner Anführerin her. Am Ufer des Baches holte er sie ein und beobachtete, wie sie von Stein zu Stein sprang und zur anderen Seite übersetzte. Vorsichtig folgte ihr Feuerherz. Seine Gedanken waren im Aufruhr. Tagelang hatte das Wissen um den Tod von Rotschweif schwer auf ihm gelastet. Endlich nun hatte er es mit Blaustern erzählt. Aber nichts hatte sich dadurch geändert. Die Anführerin des Clans glaubte nicht, dass Tigerkralle ein kaltblütiger Mörder sein könnte. Und was das Schlimmste war, Feuerherz selbst begann daran zu zweifeln, dass Rabenpfote die Wahrheit gesagt hatte. Er sprang zum anderen Ufer hinüber und stürmte durch das Unterholz, bis sie schließlich die anderen Donnerklangkatzen erreicht hatten. Die waren am oberen Rand des Abhangs stehen geblieben, der hinab zum Baumgeviert führte, zu den riesigen Eichen, bei denen sich zu jedem Vollmond Katzen aus allen vier Clans des Waldes friedlich versammelten. Feuerherzfell prickelte, als er Tigerkralles Blick auf sich fühlte. Hatte der dunkle Krieger einen Verdacht, was zwischen ihm und Blaustern besprochen worden war? Feuerherz schüttelte den Kopf, um seine Gedanken zu ordnen. Natürlich war Tigerkralle daran interessiert, was Feuerherz mit ihr besprochen hatte. Er war schließlich ihr Stellvertreter, also würde er alles wissen wollen, was den Clan betreffen könnte. Der dunkelgestreifte Kater starrte nun wachsam und mit gespitzten Ohren den Abhang hinab. Die Katzen um ihn herum traten erwartungsvoll von einer Pfote auf die andere. Tigerkralle schaute sie alle einzeln an und sammelte sie durch seinen festen bernsteinfarbenen Blick schweigend um sich. Blaustern hob die Nase und prüfte die Luft. Feuerherz fühlte, wie die Katzen um ihn herum ihre Muskeln anspannten und das Fell sträubten. Dann gab Blaustern mit einem Zucken des Schwanzes das Zeichen, und die Donnerklangkatzen stürmten den Hang hinab zur großen Versammlung.